So, meine lieben Freunde, guten Morgen in Bochum. Ja, das ist die erste Nacht jetzt hier in Bochum im Hotel. Ja, war ganz angenehm, bisschen Rückenschmerzen. Einmal habe ich draußen irgendwie ein Autoalarm gehört. Ich hoffe, das ist nicht unser Auto. Nee, glaube ich nicht. Ja, war eigentlich ganz angenehm. Mein Rücken tut ein bisschen weh, aber dafür kann das Bett nicht, weil ich glaube, das Bett selber ist ganz gut, sondern es liegt einfach daran, man ist halt sein Bett zu Hause gewohnt und wenn man das Bett wechselt, dann hat man immer irgendwie so ein bisschen Rückenschmerzen. Ich glaube, das ist das Problem gewesen. Aber es geht. Es ist nicht schlimm. Nur so ein bisschen. Ja, ansonsten habe ich eigentlich ganz gut geschlafen. Die Hunde haben immer ein bisschen gebellt ab und zu mal. Da kriegt man immer einen Herzkasperl. Warum bellen sie? Weil sie irgendjemanden draußen im Gang hören oder so. Das müssen wir denen noch beibringen. Das kennen sie halt so nicht. Aber das kriegen wir hin. Und ja, jetzt. Hey! Ja, hi! Da ist die Kirin! Oh yeah! Ja, wir sind gerade spazieren, bevor wir frühstücken, meine lieben Freunde. Schaut mal da, die Hunde, die Hunde. Emmy, sag mal was zu dieser Situation. Emmy, sag mal was zur Situation. Leo, sag du mal was zur Situation. Okay. Gibt wohl nichts zu sagen, außer da pisse ich drauf. Okay, ja, da hinten ist wohl ein Teich. Guck mal, da ist ein Teich. Und da sind Enten oder Gänse oder so. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist ein Reiher. Da ist ein Reiher, Tatsache. Da ist ein Reiher. Der hat bestimmt die Enten jetzt vertrieben. Betreten der Eisfläche verboten. Da ist doch gar kein Eis. Das ist der sauberste See, den ich in Deutschland jemals gesehen habe. So entsteht Bier, glaube ich, weil da sind so Bierflaschen drin. Nee, aber eigentlich ganz. Ja, nee, doch nicht so schön. Der ist ziemlich eklig. Aber dem Reiher gefällt's. Ich denke mal, weiter hinten ist er auch schöner als da in der Ecke. Schee, ganz toll. Ein Stadtsee. Naja, kann man das See nennen? Teich hier, Ich oder? weiß nicht, wie ein Fluss in Teichform. Oder wie ein Teich in Flussform, so. Dem Reiher gefällt's hier. Dem Reiher gefällt's hier wohl. Schaut, da ist der wunderschöne Reiher. Reiher! Reiher, wir brauchen Eier! Das heißt ja Rainer. Auf dem Weg zum Fan-Treffen! Yeah! Yeah! Wir fahren jetzt mit Aufzug nach oben. Aufzug fahren wir jetzt runter. Okay, runter fahren wir jetzt. Ja, wir fahren jetzt runter. Auf zum Auto und dann nach Bochum. Auf dem Weg zum Auto. Im Auto. Am Fahren. Wir sind da. Yippie-yay. Das, liebe Leute, das sind Mini-Parkplätze. Die stehen ganz weit vorne. Aber wir stehen ein ganzes Stück weit über. Naja, wir haben halt ein großes Auto. So, wir sind etwas spät dran. Nur ein bisschen. Nicht viel, aber wir sind etwas spät dran. Nur ein bisschen. Aber wir sind ja gleich oben, hoffe ich. Und das Gute ist, wir haben echt jetzt hier ein Parkhaus gefunden, direkt an der Stelle von da, wo wir uns jetzt hier treffen, beim Ferntreffen. Also sollten wir eigentlich jo, nicht so viel zu spät kommen. Wie früh haben wir eigentlich? Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Egal, wir jumpen da jetzt hoch und dann sagen wir Hallo. Weil sich auch gar keiner da hat, wer weiß.